für alle Freunde aus dem Ostblock. Guck mal, was man mit so einem Fisch auch machen kann. Was kann man mit dem Fisch auch machen, wenn man keine Tür legt? Und hier noch ein erfolgreicher Zanderangler. Der drillt ihn richtig. Das ist so spannend, da müssen wir eine Pause machen. Kaum 5 Minuten später wird der Schwarm hier dezimiert. Guck mal, die gute alte Farbe. Was ist mit der? Und wie sich das gehört, Catch and Release. So muss das sein. Warte. 1-1-0. Hey, ich bin Kameramann. Außerdem weiß ja keiner, wer ich bin. Und kaum einige Minuten später schlägt Muli schon wieder zu. Natürlich nur, weil er an meine Stelle geworfen hat, aber das ist ja normal. Ah, da hat er diesmal etwas dickeren geschnappt. Ja, die Tür ist das alle mal. Sehr gut. Schmeiß ruhig die Angel weg. Muss das sein? Noch ein Beitrag für unsere ostdeutschen Freunde. Man muss nicht alles aufessen. Genau. Wir haben einen Freund Clay, wir wieder Monsterzander aus der Elbe fischt. So, nun mal nicht so lange halten, der will auch wieder ins Wasser, der arme Kleine.